Hi, hier sind die Womo Kids und heute sind wir auf einer Straußenfarm und hier sind ungefähr 80 Tiere und die sind auf 13 Hektar ungefähr. Und Jessica, kannst du bitte probieren, nicht zu wackeln? Ja, ich versuche nicht zu wackeln. Ja, sieht man gerade. Zumindest, wir zeigen euch jetzt Jüngere, also um die 15 bis 14 Monate. Die sind ganz schön groß schon, aber sind so süß. Findest du die auch voll süß? Ja, aber sie sind echt gefährlich wegen den Krallen. Ja, dafür ist ja auch noch ein zweiter Zaun, dass die Menschen und Tiere geschützt sind. Und wir gucken mal, ob wir eben schnell welche finden. Und dann erzähle ich weiter. Und guck mal, ich versuche mal jetzt ranzuzoomen. Ach, guck mal, hinter dem Zaun verstecken sich ein paar. Voll cool. Und hier sieht man auch den zweiten Zaun. Jessica, was probierst du da? Den Zaun und den Rasen zu filmen? Und vielleicht noch gleich einen Baum. Ja, du filmst auch noch einen Baum. Nein, ich bin ausgerutscht in eine Kuhle. Ist alles gut? Ja. Gut, zumindest wir kommen jetzt mal zurück zum Thema Hai. Wir sind, und zwar der zweite Zaun ist dafür da, dass die Tiere und Menschen geschützt sind, weil manchmal werden Menschen, die das nicht verstehen können, die Tiere füttern und das ist nicht so gut für die Tiere und es ist auch eine Bedrohung, dass die Tiere daran ersticken können. Guck mal, können. Natti, hinter dir, die laufen. Ja, voll cool. Zumindest ich erzähle jetzt mal weiter. Wenn jetzt zum Beispiel der zweite Zaun ist dafür da, dass wenn jetzt zum Beispiel die Tiere gerade so gut gelaunt sind und sie von Menschen geärgert werden, das passiert manchmal auch, leider, dann wird der Zaun die Menschen beschützen, weil manchmal in der freien Natur, wo wir leben, guck mal, die rennen jetzt gerade, zumindest, okay, ist es zumindest, dann werden auch zum Beispiel die Löwen, werden dann von den Krallen, von den Straußen getreten. Ja. Und wusstest du, wie schnell die rennen können? Ja, 60 km/h. Hat da manchmal ein Klassenkamerad von dir dazu was gesagt? Ja, dass die vielleicht damit auch auf die Autobahn können. Habt ihr schon mal einen Straußen auf der Autobahn gesehen? Ich glaube, ich nicht. Nee, zumindest total cool. Guck mal, wie nah die rankommen. Wie cool. Erstmal, wie groß die schon sind. Aber es weiß man noch nicht, was es wird, ein Hahn oder eine Henne. Guck mal, wie groß die sind schon. Aber sie sind auch richtig neugierig. Mhm. Und, ja, was wollte ich jetzt gerade nochmal sagen? Ach das, die werden auch im ganzen Winter draußen sein. Weißt du eigentlich, wie hoch? Ich glaub's nicht. Gerade nicht. Vielleicht fällt's mir nachher nochmal ein. Zumindest jetzt zeige ich euch mal nochmal da hinten wie die Tiere, die hinter mir rumlaufen. Ach so, jetzt weiß ich. Ich glaube, die sind bis zum kniehohen Schnee. Meinst du so hoch? Ja. Okay, dann haben wir es jetzt wieder rausgefunden. Zumindest, die Tiere sind ganz schön neugierig. Das ist eigentlich total interessant. So, da hinten sieht man noch schon welche. Hm. Glaubst du, wir sehen die vielleicht nochmal kleinere? Ich glaube, ja. Ich glaube, das finde ich bestimmt ganz cool. So, ja, warte mal. Ich wollte dir noch was gerade erzählen. Da, die fressen auch das Gras, weil Gras ist eben für die lecker. Keine Ahnung, wie so Gras schmecken soll. Keine Ahnung. Zumindest sie sollte man am besten nicht füttern, weil das wäre schlecht für die. Und wenn die krank sind, kriegen sie bis zu 3 Liter am Tag, also an 3 Tagen, 3 Liter. Wenn sie die Verstopfung oder so haben. Voll cool, dass es Bio ist. Und es ist viel besser für die Tiere. Und es ist Sonnenblumenöl, was sie kriegen. Yep. Sorry, habe ich jetzt gerade vergessen. Hier, guck mal, wie groß die sind von nahen. Ja, aber sie sind noch nicht ausgewachsen. Also, die werden noch größer. Aber warum bei dem muss gerade den Zaun gefilmt? Keine Ahnung. aber man muss auch bei denen nur auf die Krallen achten. Weil die sind eigentlich am gefährlichsten. Und die Schneebels sind eigentlich nicht das Gefährlichste. Wenn nur deine Ohren kalt sind im Winter, dann tut's nur weh. Sonst ist es gar nicht so gefährlich. Guck mal, wie schön die alle sind. Und du hast gerade so richtig schöne Aufnahmen hinbekommen. Guck mal, wie nah die sind. Ja, beim zweiten Zaun sind sie genau danach. Aber wie riesig die sind. Und total wie cool. Wie schön die laufen. Ja. Irgendwie voll wie so ein Storch, der nicht so richtig seine Füße hochhält, sondern nur so leicht. Und wenn sie rennen, dann
wir werden auch mal gleich in den Hofladen gehen, zumindest wenn sie rennen, das ist stressbedingt und in Afrika werden sie auch zu Rennen gemacht, aber dann sterben sie nach einer kurzen Zeit, weil sie keine Renntiere sind. Und sie sterben auch manchmal an einem Herzinfarkt. Das ist auch sehr traurig für diese Tiere, ja, weil sie nicht das Gerüst haben für das Laufen, also zum Tragen. So, guck mal, wollen wir mal gleich gucken, ob wir was im Hofladen finden? Ja, können wir mal gucken. Wollen wir da jetzt mal gleich hingehen? Ja, ich glaube. Gucken wir mal, ob wir was ausbeuten können. Ich freue mich so. Juhu! Lecker. Und die ist sogar von Strauß. Und die haben wir gerade hier gekauft. Mhm. Davon haben wir noch Leberwurst und Schinken. Bestimmt schmecken die auch lecker. Die schmeckt echt lecker. Mhm. Willst du mal ein Stück Schinken probieren? Ja. Erstmal ein Stück holen. Erstmal so ein kleines. Das schmeckt auch richtig lecker. Und ist auch vom Straußen. Schmeckt richtig lecker. So, jetzt haben wir uns gerade mal kurz gestärkt. Und ja, jetzt gucken wir uns mit dem Besitzer die Tiere an. Ich habe gerade so ein Herzinfarkt bekommen, weil der hat mich so erschrocken. Oder warte. Ah nein, ich habe gerade so einen Herzinfarkt schon wieder bekommen. Oh mein Gott. Die sind so neugierig. Und guck mal, was die für süße Glubschaugen haben. Die wollte ich gerade beißen. Die schnappen die ganze Zeit nach Fliegen und nach Mücken. Weil das ist die einzige Ernährung für die, aber auch Gras. Und hier sieht man ein älteres Paar, die bis jetzt sehr oft gebrütet hat. Die Zuchttiere. Und hier sieht man die gerade nochmal ein bisschen näher, total faszinierend. Guck mal, was die für einen langen Hals machen können. Ich denke mir nur so, lach erstmal durch. Zumindest total lustig. Guck mal, Jessica, der will nach dir schnappen. Nein, wir wollten nach Finn schnappen. Wir haben den Kommissar für die Tiere gefunden. Guck mal, das ist ein Schwein. Total faszinierend. Und hier sieht man die, wie sie sich bewegen. Die bewegen sich so cool. Und wie langes Schnabel die haben und Hals. Total. Und man erkennt auch Hahn und Henne durch den Schnabel, weil bei den Hennen ist er grauer und bei den Hahn ist er heller. So, jetzt gehen wir mal weiter. Guck mal, wusstest du schon, dass der Hahn das Loch buddelt, also das Nest für die Eier? Und die Henne legt bis zu 14 bis 17 Eier. Und die Henne brütet tagsüber und der Hahn nachts. Und sie verteidigen die natürlich. Total cool. Ja. Gucken wir mal, ob wir welche finden. Und guck mal, hier sind nochmal zwei Stück. Ja, aber drei Stück. Die sind alleine. Guck mal, da sieht man, wie der Hahn auf den Eiern liegt. Weil es ist schon bei denen so leicht abends. Guck mal, hier ist ein Kindergarten für kleine Straußen. Ich wusste gar nicht, dass sie in die Kita gehen. Ja, aber und das ist der Eingang. Ganz schön klein, aber total süß. Und die sind auch richtig flauschig. Die sehen zumindest flauschig aus. Guck mal, wie schnell die rennen können. Oh, wie süß. Die kleinen Füße, die haben. Ja, die werden auch riesengroß. Und guck mal, hier sieht man auch schon einen größeren. Ich dachte, das ist eine Henne. Ja. Keine Ahnung. Und das ist ein Hahn, das sieht man am Schnabel, wie Jessica vorhin schon erzählt hat. Ja. Total cool. Und guck mal, hier sieht man wieder eine gesamte Herde, weil die sind keine Einzeltiere, sie leben zusammen. Guck mal, wir machen jetzt eben schnell einen Stopp bei einer Salztherme und das ist gut für die Atmung. Und guck mal, wie riesig das ist. Ja, riesengroß, ja. Und bye!